Abgründe taten sich auf dem Gelände des ehemaligen Kloster Posa. Beziehungsweise wurde ein kleiner Abgrund im weitesten Sinne aufgetan, der jedoch tief blicken ließ. Ja, wir haben hier bei Gartenarbeiten recht zufällig den ehemaligen Klosterbrunnen entdeckt. Der befindet sich hier unter der Erdoberfläche, ist momentan noch versiegelt mit einer Gewölbedecke und darüber einem historischen Sandsteinpflaster. Das ist insofern ein Sensationsfund, zumal keiner wusste, dass es überhaupt einen Brunnen gab, es kein Archivmaterial gibt, was diesen Brunnen verzeichnet. Man hätte vermutet, dass so ein Brunnen sich im ehemaligen Kreuzgang befindet, was viel weiter nordöstlich von unserer Lage jetzt hier gewesen wäre. Aber das hier ist rechtes Randgebiet der ehemaligen Klausur. Und momentan eines der zwei einzigen Bauwerke, die aus der klösterlichen Zeit stammen. Eben noch hinter uns dieses sogenannte Abtshaus. Und der Brunnen. Und das ist insofern für uns natürlich von extremem kulturhistorischem Wert. Und wir möchten diesen Brunnen als Denkmal gerne wieder sichtbar machen und erhalten. Allerdings ist das Erhalten so einfach nicht. Eine Reihe von Behörden muss hinzugezogen werden, die dann entscheiden, wie es mit solchen Bauwerken weitergeht. Ja, man bräuchte eine Genehmigung der Freilegung des Brunnens. Das würde bedeuten, dass man dieses Pflaster, was jetzt eben oben drauf ist, und darunter dieses Gewölbe, was sich aus Ziegeln zusammensetzt, entfernt, sodass man diese Brunnenöffnung wieder hat. Und man müsste dann sich überlegen, ob man wahlweise die Brunnenmauern wieder aufmauert und dann ein Gestell drüber bringt, damit das Ganze sicher ist. Oder ob man es vielleicht auf ebenerdigem Niveau belässt und dort einfach nur so ein Art Trittgitter drauf bringt. Das hängt dann aber stark von dieser Genehmigung ab, beziehungsweise von den finanziellen Mitteln, auf die wir natürlich angewiesen sind. Und letztendlich Fakt Nummer 3 oder Einfluss Nummer 3 wäre das Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege in Halle. Die müssten natürlich bestimmen, wie das geht, beziehungsweise ob das Pflaster jetzt von historischem Wert ist, ob man das entfernen darf und wie das vonstatten geht. Dennoch konnten durch das kleine Loch schon Blicke in die Tiefe geworfen werden. Erstaunlich, wie viel Handarbeit damals in die Wasserversorgung gesteckt wurde. Der Brunnen ist momentan zwischen 30 und 35 Meter tief noch, ist allerdings unten verfüllt mit Schutt. Er trägt kein Wasser mehr. Wie tief er ursprünglich gewesen ist, können wir nicht genau sagen. Was wir sagen können, ist, dass wir von dem Berg hier oben bis in den Fockendorfer Grund, das heißt bis zum Anfang des Berges, ungefähr eine Höhendifferenz von 40 Metern haben, sodass man davon ausgehen kann, dass dieser Brunnen eben noch etwa 5 Meter tiefer gewesen ist, um dann auf Grundwasserniveau zu kommen. Und im Durchmesser ist er ungefähr 2,5 Meter am oberen Ring und er verbreitert sich nochmal um einen Meter und ist dann ungefähr 3 bis 3,5 Meter breit. Und er ist, das ist eigentlich das Erstaunliche, von Grund auf, also von ganz unten nach oben gemauert, obwohl sich dieser Berg aus Sandstein zusammensetzt, Buntsandstein, so dass die Mönche, die das vermutlich gebaut haben, sich sowieso mit ihren Werkzeugen durch den Stein kämpfen mussten, was eigentlich eine stabile Außenwand darstellt, aber trotzdem nochmal eben zur Verstärkung aufgemauert wurde, von unten bis oben. Verwunderlich. Es gibt also noch viele Geheimnisse um diesen Brunnen. Wann wurde er gegraben und wann wurde er wieder verschlossen? Geheimnisse, die in naher Zukunft hoffentlich gelüftet werden. Wir sind natürlich darauf angewiesen, dass wir irgendwie Sponsoren und Partner finden, die unser Anliegen unterstützen wollen, dieses Denkmal wieder sichtbar zu machen und herzustellen, dass man auch Kloster Posa touristisch wieder ein bisschen aufwerten kann, beziehungsweise ist das ja auch eine Bereicherung für die Stadt Zeitz. Und da rufen wir natürlich auf, sich bei uns zu melden, dass man gemeinsam diese Sache adäquat wiederherstellen kann. Zumal die Ämter, die bereits erwähnten, nicht die Mittel besitzen im Moment. Landtagsabgeordneter Arndt Čapek und Vertreter der Stadt Zeitz sowie des Museums zeigten sich sehr interessiert und möchten das Vorhaben unterstützen. Sieht man doch im Kloster Posa den Grundstein dessen, was man im Welterbeantrag als mittelalterliche Herrschaftslandschaft als schützenswertes Kulturerbe ansieht.